Hello. And hello. Especially Eugene. Not Eugene. Gene. Sent in this video right here. I'm a little nervous to watch it because apparently it's about ISIS in the Middle East explained. They said it's a German satire show about America. This could be rough. Let's watch. That whole situation is pretty difficult to explain. So explaining it in 6 minutes and 30 seconds. Can't wait. Also, wir begeben uns ein bisschen zurück ins Jahr, sagen wir mal, 1953. He said this has, he or she, I'm not sure, said it has English satire. Oh, there we go. There we go. Also, wir begeben uns ein bisschen zurück ins Jahr, sagen wir mal, 1953. Okay. Im Iran regiert das Böse. Mohammed Mossadegh. Was? Der Mann war Rechtsanwalt. He was a lawyer, okay. Das Böse. Like he said, evil. Good one. Unsinn. Der Mann war demokratisch gewählt. Der trat ein für eine Trennung von Staat und Kirche. Ja, aber er wollte ans Öl. Was? Wieso Raftan? Na gut, also er wollte dem... He wanted the oil? Wow. Unacceptable. ...iranischen Volk sein eigenes Öl zurückgeben, das sich die Briten geschnappt hatten. Aber das sind Details. Das brauchen sie nicht. That makes some sense when you say it like that. Ja, der Mann muss weg. Genau. Ein Problem. Sounds like he's in the way of our oil. Our oil. Ein Problem. Der Mann ist demokratisch gewählt. Schicke ich die CIA. Gut, toll. Die CIA besticht jetzt die Presse, Abgeordnete und kauft sich ein paar Gangsterbanden. Die versetzen dieses Land Iran ins Chaos, bis die Armee putscht und sie ihren Mann, den Schah, einsetzen können. Klingt aber schon ein bisschen nach Verschwörungstheorie. Who is not democratically elected. Or maybe he was, I don't know. Verschwörungstheorie, oder? Ja. This is, I've never heard this, just for the record, so... Sounds true. Das war's auch bis letztes Jahr. Da hat die CIA die Akten geöffnet. Ah, dann ist das jetzt Geschichte. Kann man so sagen? Und das Schöne... So we opened our records and showed that this was true? Ihr awesome. Schah hat im Iran quasi eine stabile Diktatur installiert, die ihnen und den Quellen sichert. Wir haben also die westlichen Werte erfolgreich verteidigt. Ja, bis das Böse wieder sein Haupt erhebt. Was, noch mehr Anwälte? Nein, schlimmer. Also jetzt, der Schah hat sein Volk so unterdrückt, dass radikale Islamisten unter Ayatollah Khomeini den Schah beiseite schaffen und selbst ein religiöses Terrorregime eröffnen. Was? Da muss ich eingreifen? Nein, na, ruhig, Brauner, das lassen wir jetzt mal. Who else would stop it if not America? Jemand anders ran, ne? Ach, Hussein, den bombe ich weg. Nein! Hussein marschiert in den Iran ein. Er kämpft gegen das Böse. Dann schicke ich ihm Waffen? Na. Nur ein kleines Problem. Was ist das denn? Ein Waffenembargo. Scheiß Pazifisten, ja. Ich weiß was. Was? Ich schicke nur Einzelteile. Nicht schlecht. Nee, der eine schickt Senf, der andere Gas. Was können Sie dafür, dass Hussein ein Senfgas drauf macht? That actually what happened. This is quite an interesting history lesson right here. I never paid much attention in history class, so I couldn't honestly tell you if we learned this or not. Probably not. So, Hussein führt 8 Jahre lang Krieg, 750.000 Tote. Die Giftgasangriffe erfolgen übrigens mit ihrem Wissen. Also das ist jetzt aber Verschwörungstheorie. Ja, das war es auch bis letztes Jahr. Da hat die CIA die Akten geöffnet. Oh, dann here machen you die go. Idioten keinen Schredder. Ja. When it was old enough for nobody to care. Got it. So, Vorsicht. The only good thing you can say is at least... America did open its files, like at least that's, you know, it's kind of amazing that they would admit that. Was? Nein! Hier, die Russen marschieren in Afghanistan ein. Da muss ich eingreifen! Naja, das tun sie im Prinzip schon. Sie rüsten radikale Islamisten auf. Radikale Islamisten gegen die Russen? Ja, toll, ja! Moment. Radikale Islamisten, bekämpfe ich die im Iran als das Böse? Ja, aber die gegen die sehr bösen Russen sind die... Weniger böse. Ja. Wunderbar. Da werde ich mich gleich mal bedanken bei einem der Anführer, die da für uns in Afghanistan kämpfen. Wie heißt denn da jemand? Osama Bin Laden. Ich rufe später an. Gut.
Über 1 Million tote Zivilisten später. Das Gute hat gesiegt. Ja, bis das Böse wieder sein Haupt erhebt. Was? Die Russen kommen zurück? Nein, Saddam Hussein. Aber du warst doch gerade eben der Gute. Ja, aber jetzt marschiert er gerade in Kuwait ein. Da muss ich eingreifen. Oder helfen? Naja, schwierig zu sagen. Kuwait, sagen wir mal so, absolutistische Monarchie, ohne Frauenwahlrecht dafür, mit Sklavenhandel. It's really hard to, like, commentate to this, because he's talking so fast, and I have to read these subtitles. There's a lot going on here. Absolutistische Monarchie, ohne Frauenwahlrecht dafür, mit Sklavenhandel. Er kämpft also für die westlichen Werte. Ja. Er will ans Öl. Was? Mein Öl? Meine Werte? Ich meine, da muss jemand eingreifen. Warum tut denn niemand was? Ja, die Vereinten Nationen sind nicht so in Kriegslaune. Scheiß Pazifisten! Wissen die denn nicht, dass irakische Soldaten Säuglinge aus Brutkästen herausgerissen haben? Wo haben sie das denn her? Hat eine Hebamme ausgesagt. Öffentlich. Sie wird sich später als Tochter des kuwaitischen Botschafters herausstellen. Die ganze Geschichte ist frei erfunden? Von einer amerikanischen PR-Agentur. Manchmal braucht das Böse auch ein bisschen Publicity. Sie Schlingel. Gut, die Weltöffentlichkeit ist empört. Sie haben ihren Krieg, Wirtschaftsembargo, über 1 Million Tote. Das Gute hat wieder Gesicht. This is terrifying. Bis das Böse wieder sein Haupt erhebt. Denn seitdem sind in Kuwait amerikanische Soldaten stationiert. Und Al-Qaida und Osama Bin Laden empfinden das als Entweihung der heiligen Erde. So, den Rest kennen Sie. Afghanistan, 9-11, Osama Bin Laden, World Trade Center, 3000 Tote. Woher kommt denn all der Hass auf den Westen? Ich weiß es nicht. Sagen Sie mal, die Al-Qaida, wo kriegt die eigentlich ihr Geld her? Oh, bis jetzt von Ihnen. Hoppala. Ja, und von Saudi-Arabien, Katar und Kuwait. Eingreifen, wegbomben! Nein, das geht nicht! Das sind die Guten, die haben zu viele von ihnen Werten. Und irgendwas in der Nähe? Too many of geht them. Nicht. What? Das sind die Guten, die haben zu viele von ihnen Werten. Und irgendwas in der Nähe? Ja, Irak wäre gerade frei. Da war ich schon lange. Ja, gut. Außerdem, was denn? Hat Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen, sagt die Hebamme. Was? The old weapons of mass destruction. The biggest scam in American history, probably. Sehr, sehr gut. Sie marschieren zum zweiten Mal in Irak ein, 100.000 Tote, und Saddam Hussein wandert von seinem Erdloch in ein anderes Erdloch. Ah, mission accomplished. Ja, bis das Böse wieder sein Haupt erhebt. Die ISIS nutzt das von ihnen hinterlassene Chaos und auch die von ihnen hinterlassenen Waffen, um einen... What an absolute disaster. All of this is, huh? A true mess. Perversen Gottesstaat. Chaos, perfect word. Berichten. Verdammt, muss ich jetzt gegen die ganz Bösen kämpfen? Dann nehme ich vielleicht einen Halbbösen, den Iran. Wie? Oder vielleicht den Assad, der ist dreiviertel böse. Wie? Ich weiß es doch auch nicht. Sagen Sie mal, gibt es bei diesen ganzen religiösen Fanatikern nämlich wenigstens einen Demokraten, der für die Trennung von Staat und Kirche eintritt? Ja, da hat es jemand gegeben. Mossadegh. Aber den wollten Sie als erstes loswerden. Gut, dass ich eingegriffen habe. Damn. That was pretty brutal. Wow. I don't even know what to say. It's just kind of sad. I certainly have no problem saying our government is idiotic. And can certainly be evil. Man. It's all a lot to comprehend, you know what I mean? It's a terrifying world out there. Oh, and so much of it is hidden to where even in a democratic society, if the citizens don't know what's going on and it's all confidential, then how are you supposed to vote based on information that you don't have? Well, I don't know. That was depressing. It was very interesting and well done. Yeah. They should just show this in classrooms. I think that was like an entire semester's worth of information there. This is gold. If there are no glaring errors in this is the most I learned about Middle East conflict ever. Yeah, me too. I didn't know that whole backstory.
Okay, well, I'm slightly speechless. Thank you for watching. Thank you for sending that in. That was a really cool show. I've seen clips from that show before. Very cool. I assume it's called Die Anstalt. So shout out to them. I'll see you guys tomorrow.